Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Twinsport Fever. Heute wieder mit dem Zug-Let's Play. Ja, ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, dass ich versuchen werde, ein paar mehr Folgen zu machen. Aber so ganz einfach ist das leider nicht. Wenn es einfacher wäre, dann hätte ich schon früher ein paar Folgen gemacht. Aber naja, der Hauptgrund, warum ich jetzt überhaupt wieder angefangen habe, ist ja, dass der zweite Teil kommt. Das ändert natürlich nichts an der sonstigen Situation. Das ist natürlich ein bisschen schade. Aber ja, so ist es leider. Und naja, ich habe jetzt schon ein paar Versuche gemacht, die ganze Situation zu erklären, aber so richtig gelingt es mir einfach nicht. Und momentan geht mir auch gerade die Zeit aus, für sozusagen die Folge hier zu machen. Deswegen, ja, fange ich einfach mal an, irgendwas zu machen und hoffe mal, ich komme dann doch irgendwann richtig rein. So, eine Sache, die ich mir vorgenommen habe für heute ist, das hier zu Ende zu bauen. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß immer noch nicht, wo ich eigentlich mit dieser Brücke hin wollte. Beides geht von Ventura aus. Und Ventura hat ja schon eine Highspeed-Strecke nach ganz hier unten. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wollte ich mit der Brücke bis nach Fort Worth? Oder noch weiter hier runter, bis nach Waterbury? Ich meine, beide Städte wären ziemlich attraktiv. Die sind relativ groß. Und wir müssten aber trotzdem noch einen neuen Bahnhof anlegen, der sozusagen einen neuen Stadtteil abdeckt. Ob das richtig funktioniert, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es könnte gut werden, es könnte schlecht werden. Und ehrlich gesagt bin ich da ziemlich unsicher. So, was hätten wir denn noch so in, ich sag jetzt mal, in Reichweite? Henderson? Da ist sogar der Bahnhof in der richtigen Position ausgerichtet. Aber ich glaube, du hast schon. Ja, du bist schon voll versorgt, oder? Mal sehen. Du hast vier Linien und vier Gleise. Wir müssten dich ausbauen. Was nicht möglich ist, da wir sonst eine Straße abreißen müssten. Okay, du bist schon mal aus dem Rennen. Höchstens, wir bauen hier nochmal einen neuen Bahnhof hin, aber da können wir auch gleich irgendwo einen neuen Bahnhof hinbauen. Hier zum Beispiel. Ja, Madison. Wir müssten ziemlich viel von der Stadt abreißen. Aber das könnte ja noch in der Zukunft interessant werden. Ich glaube, wenn ich das Gleis hier beobachte, dann hatte ich das wahrscheinlich vor. Dann wollte ich hier wahrscheinlich über Henderson drüber und hier nach Waterbury irgendwo rein. Zumindest sieht das danach aus. Und hier wollte ich wahrscheinlich wirklich bis nach Waterbury. Das hier ist Madison. Meine Güte, die Städte haben aber auch ähnliche Namen. Henderson, Madison, irgendwas mit Essen dran. Aber ich habe auch nicht wirklich viel Geld. Das ist eigentlich das, was mich gerade am meisten stört. Also, ich gehe mal in Pause, damit das Spiel nicht so stockt. Aber nur mal zum Versuch. Wir versuchen mal, so weit wie möglich hier rüber zu bauen. Und hatte ich nicht gerade hier schon irgendwas mit 7 Millionen? Ja. Also von was genau die Preise jetzt abhängen, ich habe keine Ahnung. Aber es fühlt sich ehrlich gesagt nicht mehr so nachvollziehbar an. Also so. Wenn ich es jetzt einfach mal irgendwie auf Teufel komm raus hierhin bauen möchte, was kostet mich das dann? 13 Millionen. Ist jetzt auch kein Weltuntergang. Also irgendwo hier wollen wir dann mal. So, Kollision. Das muss ja nicht so bleiben. Erstmal warten, bis das Spiel sich beruhigt hat. So, wo kollidieren wir denn? Wahrscheinlich hiermit. Sehr wahrscheinlich hiermit. Und Brücke über sowas zu bauen ist auch immer ziemlich schwierig. Na, hier wollen wir sowieso nicht. Okay. Es sieht alles nach einem riesengroßen Tunnel aus. Okay, hier kommen wir gerade noch so rüber. Okay. Und hier müssen wir dann sowieso tunneln. Na, drücke ich einmal N. So, dann haben wir schon mal den Tunnel. Mal sehen, das ist alles kein Problem mehr. Kein Problem. Okay, diese Straße stört. Diese eine Straße stört. Und ich wette, sonst würde es funktionieren. Wie teuer wäre der Spaß? 19 Millionen. Ich meine, wir haben schon schlimmer Geld ausgegeben. Also so ist es ja nicht. Wenn ich jetzt das Ganze hier hinziehen möchte, 20 Millionen ist immer noch verträglich. So, und das ist wirklich nur die eine Straße, die da stört. Dann reißen wir dich einfach mal weg. Und bauen einfach mal das Ding weiter. Und kriegen das hoffentlich genauso hin, wie wir es gerade hatten. Aber ich wünsche mir wirklich,
Moment. So, jetzt ist die Brücke. Na, das Brückending ist immer noch im Weg. So. Na, es stockt zwar ziemlich stark, aber ich mache jetzt einfach mal mit Pfeiltasten. So. So, ich lasse mal alles los und warte, bis das Spiel sich beruhigt hat. Ah, okay. Jetzt kann ich wieder was machen. Dann runter mal mit dir. Los. Komm da runter. 15 Millionen. Ach so, ohne N zu drücken. Das muss ja dann noch spezifiziert werden. So, komm da hin. 13 Millionen und es würde funktionieren. Das wäre doch keine schlechte Idee. Mal sehen, hier bist du sowieso drunter. Mal sehen, die Schranke, die ist... Ah. Aber, okay, das hier will ich auf keinen Fall haben. Das hier auch nicht. Ja, es gibt ziemlich viele Sachen, die ich hier nicht haben will. Aber wenn ich mir das so anschaue, ich drücke jetzt mal M. Dann wird alles mit Brücken ausgelegt. Und wir sind bei 70 Millionen. Und das geht sowieso nicht. Und N... 22 Millionen, das geht auch nicht mehr. Okay, warum geht das jetzt nicht mehr? Wir kollidieren immer noch mit was, aber ich sehe nicht ein, was genau es ist. Oder... Aber wir sind schon in der richtigen Stadt. Wir gehen mal ein bisschen weiter nach hinten. Okay, jetzt hat das Spiel gerade ganz schön stark gestoppt. So, wir kollidieren immer noch. Mit was mit dem Tunnel hier vielleicht? Ja, es sieht fast so aus. Noch einmal weiter runter. 30 Millionen ist Gänge noch. Ja, würde ich aber sehr ungern machen. Oh, Moment mal, das ist jetzt... Warum geht das jetzt? Ah, es geht nicht. Es ist nur weiß. Einmal noch weiter höher. 12 Millionen, jetzt ist es wieder rot. Das will ich ja sowieso nicht. Und nochmal höher und... Ja, 80 Millionen. Das können wir gleich vergessen. Ja... Sehr schade. Mal sehen, wo wir jetzt... Ja, hier ist schon wieder ein Berg, das sieht man ja schon. Bau nicht möglich. Okay, 15 Millionen, aber Terraner-Gleichung will er nicht. Wir können ja mal gucken, an welcher Stelle der keine Kollision hier hat. Oder wir müssen ein paar Schritte dazwischen machen. Wo fahren wir denn überhaupt so lang? Wir könnten ja zum Beispiel einfach gar nichts hier bauen. Und wir nähern uns jetzt erstmal mit einer wirklich ganz geraden Strecke so weit wie möglich hier an. Wo ist die Brücke? Wo ist die Brücke? Ich habe sie schon wieder aus den Augen verloren. Da hinten. Also da könnten wir erstmal versuchen, hier über den Berg zu kommen. So, 5 Millionen sieht erstmal nicht so schlecht aus. Ja, wir fahren hier lang. Tunneln. Ich habe keine Ahnung, ob... Ich glaube, wir kreuzen den Tunnel. Doch, ich glaube, das ist ziemlich eindeutig. Hier verschiebt sich nichts, wenn ich die Kamera drehe. Also hier verschiebt sich das nicht so, wie ich es gerne hätte. Ich glaube, wir kreuzen den Tunnel. Und damit ist das eigentlich schon ein No-Go. Ja, ich meine, das... Nee, Moment. Das kann man wirklich sehr schlecht erkennen und sehr, sehr schlecht beschreiben, was ich meine. Aber ich glaube, dieser Tunnel kreuzt nicht den anderen. Oh, ich wünsche mir so sehr eine ordentliche Untererde-Ansicht. Das klingt total bescheuert, aber ja, ich weiß auch nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Eine unterirdische Ansicht, das würde ich mir wirklich wünschen, weil... Ja, kreuzt es nun oder kreuzt es nicht? So, das würde auch noch... Nee, das würde nicht mehr gehen. Überirdisch geht ja sowieso nicht, weil wir hier die Fabrik kreuzen und hier auch meine Gleise. Ja. Man könnte ausprobieren, ob es so funktioniert und im Zweifelsfall nochmal laden. Ist jetzt, okay, so geht's auf jeden Fall nicht mehr. Warum nicht? Guck mal, hier sind wir über dem hier. Okay, okay. Das könnte ja höchstens an... Ich sehe keinen Grund, warum das nicht gehen sollte. Aber das Spiel will das nicht. Das Spiel sagt Nein dazu. Aber hier geht's. Bin mir nicht so hundertprozentig... Okay, das hier ist sowieso... Das wollen wir nicht.
unschön. Und jetzt habe ich schon so lange gequatscht und nichts gemacht, dass der Autosave kam. Immer ein Zeichen, dass ich definitiv zu lange jetzt hier herumdoktere. Wir können ja mal ein bisschen nach Höhenlinien schauen. Da sieht man nämlich, dass wir hier sowieso schon so einen natürlichen Weg dahin hätten. Dann mach es doch erstmal so. Guck mal erstmal, wo der Bahnhof hin sollte. Ich will schon definitiv ein neues Gebiet abdecken. Aber ich will auch in der Range der alten Bahnhöfe bleiben. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich das hier nicht abdecken kann. Mal sehen. Ja, hier sind schon Industriegebiete, die nicht mehr durch den abgedeckt werden. Aber hier oben sind auch deutlich ein paar Häuser zu sehen, die auch schon durch die beiden anderen Bahnhöfe nicht mehr abgedeckt werden. Ich gebe euch einfach hier oben einen neuen. Mal sehen. Wie viel will ich denn jetzt überhaupt noch in die Stadt laufen lassen? Ich habe keine Ahnung, aber ich würde denken, wir gehen mal auf Nummer sicher, beziehungsweise wir sind mal optimistisch. Und sagen einfach mal, ich will potenziell schon 4 Züge hier starten und landen lassen. Ja. Okay, so wie die Straße liegt, geht das einfach nicht besser. Können wir dann auch uns hier wirklich an die Straße annähern. Beziehungsweise die Straße können wir auch komplett löschen. Und dann die kleine Nebenstraße erweitern. Dass die Stadt einfach ein bisschen Platz hat zum Wachsen. Ich hoffe, das tut sie dann auch. So, wir probieren das jetzt einfach aus. Im schlimmsten Fall, machen wir das alles nochmal neu. So. Ich hätte schon lieber da lang. Und dann sollst du damit auch irgendwie interagieren. So, in der Hoffnung, dass die Stadt das Angebot anzunehmen weiß, was ich jetzt hier mache. Ja, so ungefähr. Mal gucken, ob es funktioniert. Jetzt haben wir erstmal ziemlich viel von der Stadt geplättet, was natürlich überhaupt nicht hübsch ist. Aber ich hoffe ja, dass sich das wieder neu aufbaut. So. Und welches Gleis nehmen wir jetzt, um hier hochzufahren? Wo könntest du denn noch hinfahren? Welche Stadt war das nochmal? Also Ventura. Wollen wir zum Beispiel noch nach Long Beach oder so? Ich glaube eher nicht. Dann würde ich sagen... Achso, das ist die falsche Stadt. Dann würde ich sagen... Ach, wir haben ja hier auch noch einen Bahnhof. Den habe ich ja auch noch überhaupt nicht ausgenutzt. Okay, aber du warst bestimmt geplant für die Städte hier oben. Beziehungsweise habe ich das jetzt gerade so festgelegt, dass das auch nicht mehr wird. Dann nehme ich das zweite Gleis. Ich wollte gerade sagen, ich nehme das erste Gleis, aber ich nehme jetzt doch das zweite Gleis. Und wir werden einfach mal gucken, was wir mit dem anderen machen können. So. Und jetzt müsste ich nur noch meine Brücke wiederfinden, die ich schon wieder aus den Augen verloren habe. Da oben. So, ich erwarte nicht wirklich, dass das funktioniert, aber wenn es funktionieren sollte, dann mache ich das jetzt auch gleich. So, und es könnte sein, dass ich zu wenig Geld dafür habe. So, komm, schließ dich mal hier dran. Ja, ich weiß, du magst das nicht. Nein. Ah, okay. Bitte bleib so. Okay. Erstmal Kollision, das ist natürlich nicht... okay, das hier wollten wir ja sowieso nicht haben. Okay, du kollidierst mit dieser Brücke, aber das, wie gesagt, das wird ja sowieso nicht so bleiben. Der Rest der Schiene... Okay, ich gehe mal eins weiter runter. Okay, und ich sehe schon, dass es rot wird. Wegen dieser kleinen Straße. Und weil wir genau auf dem Brückenpfeiler, aber auch wirklich genau. Das ist doch schon fast Mobbing. Wie genau wir hier diesen Brückenpfeiler treffen mit der Schiene. Ach, meine Güte. So. Und hier ist auch nochmal ein Problem. Da gehen wir noch eins weiter runter. Okay, das kostet jetzt einen riesen Haufen Geld. Und der Anstieg ist wirklich nicht mehr feierlich hier. Aber der Rest scheint okay zu sein. Ah, wir geben dann wirklich alles Geld aus, was wir haben. Naja, aber das ist halt der Preis dafür. Komm, wir leisten uns dann noch gleich mal die gute Brücke hier. Ja, Anstiege werden in dem Spiel sowieso ziemlich komisch behandelt. Von daher, naja.
das ist alles okay. So, hier haben wir Tunnel, Kreuz, Tunnel. Ja, die kreuzen sich nicht wirklich. Sehr schön. Okay, man kann ja ungefähr erahnen, wie hoch die sind, wenn man hier diese Grauschattierung beobachtet. Und... fährst du da drunter oder kreuzt du den? Es ist sehr schwer zu erkennen, aber ich glaube, der hier ist noch weiter unten als der hier. So, nächster Kandidat. Ja, der ist auch weiter drunter. Und das war's. Okay, und da wir nicht mal ansatzweise genug Geld haben, um das jetzt zweigleisig zu machen, würde ich sagen, wir lassen das jetzt erstmal so. Und... ja, dann gab's noch eine Sache, die ich mir sowieso irgendwie vorgenommen hatte, und zwar... wir lassen erstmal das hier wieder laufen. Das hier macht ja eh kein Geld. Leider. Was meine ich mit das hier? Ich meine Linie 32, die mit diesen zwei Fahrzeugen. Jetzt habe ich es zugemacht. Funktioniert leider nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich habe mir, bevor ich die Folge gestartet habe, mal sämtliche Linien hier angeschaut. Ursprünglich wollte ich das alles kommentieren, aber das hat sich auch nicht so wirklich gut angehört. Und ja, die Quintessenz ist, ich würde es sowieso erstmal so lassen, wie es gerade ist. Aber so, wenn du alles entladen hast, dann fahr bitte ins Depot. Und von dort aus, sobald du hier bist, lade ich dich dann auf eine neue Linie, die dann nach darunter führt. Und die neue Linie, die würde ich dann auch mit diesen etwas längeren, langsamen Zügen, ja, beladen. Erstens, weil die günstiger sind und wir haben jetzt eh nicht mehr so viel Kohle. Und zweitens, weil ich das einfach mal ausprobieren möchte, ob sich sowas lohnt überhaupt. So, der sollte jetzt ein bisschen entlastet sein. Guck mal, der hier, der fährt auch einzeln und macht ordentlich Gewinn. Also, kann man so lassen. Hier haben wir so eine Linie, die machte leider kaum keinen Gewinn. Aber hier haben wir zum Beispiel das ähnlich aufgebaut und das ist okay. Mal sehen. Ja, es ist manchmal auch ein bisschen zufällig. Also hier haben wir ähnliche Voraussetzungen und ja, das macht keinen Gewinn, das macht schon Gewinn. Dass hier die Rate höher ist, bedeutet auf jeden Fall, dass hier mehr umgesetzt werden kann. Und naja, also die Züge sind auch regelmäßig ein bisschen voller als auf dieser Linie hier. Das ist schade. Also man musste jetzt wirklich jede einzelne Linie nochmal sich komplett eigen anschauen und sagen, ja, was könnte man denn hier machen und so weiter. Ganz ehrlich, ein bisschen wenig Lust habe ich schon dazu. Das, was mir jetzt eher darauf einfällt, ist, nach und nach, wenn wir mehr Geld hätten, die Sachen zu ersetzen durch die neuesten Züge. Denn die bringen dann wieder ordentlich Geld ein. Also die beiden jetzt hier. Und das hier, eventuell hätte da auch... Achso, Moment. Ich habe Pause gemacht, weil ich jetzt hier erstmal meinen Kredit zurückzahlen möchte. Das hätte ich jetzt komplett vergessen, weil ich komplett abgelenkt war durch andere Geschichten. So, kriegt man noch ein bisschen Geld zurückgezahlt vor dem 31. Los, 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 los. So, weiter traue ich mich, ne? Aber eine Million Kredit zurückzahlen ist schon mal nicht schlecht. Also, du bist jetzt hier angekommen und du kriegst jetzt eine neue Linie von hier nach... Wo bist du, neuer Bahnhof? Nach hier. Also... Und mehr brauche ich da auch gar nicht, weil du bist der einzige Zug da drauf. Mehr kann ich mir eh nicht leisten. Das Jahr ist rum. Wir haben ganz viel Minus gemacht. Sehr schön. Und... Moment. Jetzt können wir nochmal hier den wunderschönen Zug anschauen. Und einfach mal die Grafik wieder ein bisschen bewundern. Sowieso, Grafik ist schon bei dem Spiel ziemlich besonders. Und oh, ich kann es kaum erwarten, dass der zweite Teil rauskommt. Weil da sieht das Ganze nochmal ein schönes Stück schöner aus. Naja, Deutsch. Das Einzige, was ich jetzt hier nicht so schön finde, ist zwischen den Wagen. Also da müssen die Passagiere schon ganz schön mutig sein, um da den Wagen zu wechseln. Besonders in den Kurven würde ich das nicht raten. Aber ich glaube, selbst da ist der zweite Teil besser. Und wenn ich das Spiel modden würde, es gibt Mods, die das hier abdecken. Es gibt Mods, die hier sich sozusagen einen Zwischenwagen ein
hinzufügen, der kostet nichts. Der ist nur dazu da, dass das optisch ein bisschen besser aussieht. Und überhaupt, dass man das Spiel so modden kann. Ja. Leider habe ich es in der Lebenszeit dieses Spiels jetzt nicht geschafft, mein gemoddetes Spiel zu Let's Playen. Aber, ja gut, man könnte es noch nachträglich machen. Aber, ja, ich will jetzt den zweiten Teil spielen, so weit wie möglich. So, du dürftest jetzt demnächst auch mehr Geld machen. Die Linie ist sozusagen angefixt. Und, ja, wir gucken einfach mal, was der so macht. In der Zwischenzeit, wir haben ja noch ein paar Linien, die ziemlich schlecht laufen. Und wir haben gerade ein bisschen Zeit und Geld. Zumindest wenn ich wieder Kredite aufnehme. Dann würde ich mich mal von oben nach unten nochmal drum kümmern, dass hier ein paar Linien verbessert werden. Linie 1 würde ich gerne so lassen. Erstens, weil sie nicht so krass Minus macht, wie sie eigentlich machen müsste. Also wir haben hier den Zug, der ist jetzt 104 Jahre alt. Und die Finanzen sehen jetzt nicht so schlimm aus, wie sie für einen 104 Jahre alten Zug aussehen könnten. Das finde ich immer noch ziemlich lustig. Und ja, der ist was Eigenes, der bleibt so. Aber du hier, Linie 5, wie gesagt, schon das erste große Sorgenkind. Ich mach das mal kurz zu, damit mich das nicht verwirrt. Ja, dass wir hier nicht direkt gerade fahren können, das liegt blöderweise an dieser Fabrik hier. Aber was macht man mit dir? Es reizt mich wirklich sehr stark, einfach zu sagen, okay, wir schmeißen beide Züge raus und wir kaufen dafür hier den neuesten. Das sieht ein bisschen länger aus, oder? 4, 1, 2, 3, 4. Doch, das sind 4, weil die Lok extra ist. Okay. Ja, du wirst ersetzt dadurch. Nee, nicht dran. So. Und einen von dir schmeißt man jetzt leider weg. Du bist gerade voll. Na, du wirst gerade gefüllt, wisst ihr was? Ja. Und dann ist er nicht mal voll. So ein Reinfall. Wo ist denn das Depot überhaupt? Das ist da. Das heißt, du nicht, sondern ich mach mal beide zu. Und sobald du angekommen bist, dann wirst du leider verkauft. Und der andere wird dann ersetzt. Das machen wir dann mal so. Vorausgesetzt, wir haben dann genügend Geld für so eine Aktion. Linie 7, genau das gleiche. So, wo seid ihr? Ihr seid sogar voll. Das ist sehr, sehr schade, dass ihr trotzdem keinen Gewinn macht. Okay, ihr macht ab und zu Gewinn, ihr macht ab und zu nicht Gewinn. Das ist schon wieder so ein Grenzfall. Da würde ich nämlich fast darauf, könnte man ja theoretisch auch machen, sagen, wir setzen beide. Wäre doch, naja, wie teuer wäre denn das? 66 Millionen ist jetzt gar nicht so unrealistisch. Moment. Lass mal das gleich mal hier stehen. So, und von dir die Linie 5, der Fahrzeugersatz, den lass mal auch stehen. Weil, wie gesagt, der wird zwar verkauft, aber ich will den sofort auf Linie 5 einwirken können. So, hier Linie 8. Hier gleiches Problem. Fahrzeuge sind nicht wirklich ausgelastet. Obwohl der schon so ein bisschen. Würde ich ehrlich gesagt nur einen von euch beiden verkaufen. Wo seid ihr gerade? Mal sehen. Du bist hier. Ist hier ein Depot? Leider nicht. Oder was heißt leider? Für dich ist das ganz gut. Für dich ist das eher schlecht. Du bist da unten. Du bist gerade da erst rausgefahren. Okay, ihr habt auch einen ziemlich bescheuerten Abstand. Aber trotzdem bist du eher hier. Und dann wirst du leider hier zur letzten Ruhe gefahren. Ja, damit ist Linie 8 abgehakt. Linie 9. Auch nicht wirklich gut. Okay, da ist irgendwas hier 1997 oder so passiert. Ab dem Jahr lief es dann nicht mehr so gut für dich. Ja, und die Züge sind auch ziemlich alt. Also sehr, sehr alt. Und nicht wirklich voll. Okay. Ja, gleicher Lösungsvorschlag. Wir gucken einfach mal, welcher Zug jetzt eher verkauft wird. Mal sehen. Du fährst von rechts. Also du fährst gerade hier rein. Und von der Seite haben wir kein Depot. Das heißt, das warst du hier. Dann Zug 20. Ja, da ist dein Depot. Sobald du da angekommen bist, wirst du ersetzt. Quatsch, wirst du verkauft. Und auf die Linie setzen wir dann den hier. Das wird sowieso nicht alles funktionieren, weil wir nicht mal ansatzweise Geld haben, das alles gleichzeitig zu ersetzen. Aber wir gucken jetzt erstmal. Dann lassen wir das jetzt erstmal bis hierhin ruhen. So, wer macht als erstes sein Geschäft? So, die sind fast gleichzeitig. Aber
Okay. So, der hat alles verkauft und entleert sich. Ich warte tatsächlich, bis die alle weg sind, denn es wäre ja unfair. So, tut mir leid, aber du gehst jetzt ins Depot und wirst verkauft. Ja, wird bei Ankunft verkauft. Und das war Linie 9. Das heißt, du wirst sofort ersetzt. 36 Millionen. Ja. Ja, okay, der wird halt nichts mehr einbringen. Können wir so und so viel leisten? Wahrscheinlich einmal und das war's dann. Wenn überhaupt. Ja, okay. Und damit ist die große Ersetzung schon vorbei, denn wir haben jetzt nicht noch mehr Kreditrahmen, um die anderen beiden zu ersetzen. Ach genau, dich wollte ich ja sowieso nur verkaufen. Okay, dann kannst du ein bisschen länger fahren und du wirst trotzdem noch verkauft. Und in der Zwischenzeit, ja, wir können dich ja mal ein bisschen beobachten auf deiner letzten Fahrt. In der Zwischenzeit kannst du ja noch ein bisschen Geld verdienen oder so. Okay, das hier. Ja, immer noch 66 Millionen. Ja, so viel kriegt man jetzt nicht. Aber 36 Millionen ist jetzt gar nicht mal so abwegig. Ja. Ganz schön lange Tunnelfahrt. So. Der macht da eigentlich Geld. Aber halt nicht genug. Was ich sehr, sehr schade finde. Okay, abwarten, bis der leer ist. Na los. Und weg mit dir. So, da haben wir schon mal 10 Millionen wieder. Das wird eh nix. Dann bist jetzt eigentlich nur noch du dran hier. So, und das Schlimmste ist eigentlich, ich habe noch nicht mal die Garantie, dass die nächsten Züge Geld anbringen werden. Also, es kann gut laufen. Kann aber auch sein, dass die nächsten Züge wieder ein finanzielles Grab werden. Ich hoffe einfach mal dadurch, dass das Komplettzüge sind, dass die schon ein bisschen mehr einnehmen. Und ich ersetze hier quasi zwei Züge mit einem von der Kapazität her. Naja, der ist dann ein bisschen schneller unterwegs, dass das zeitmäßig wieder passt. Also es sollte funktionieren, aber so richtig sicher sein kann man sich da leider überhaupt nicht. Jetzt habe ich sogar das Geld kurz gehabt. Also geldmäßig funktioniert das dann. Okay, dann bin ich mal gespannt. Los. Und alle von Bord. Das hier war's mit dir. Leider. Aber wir lassen die Leute aussteigen. So nett sind wir noch. So, bitte niemand mehr einsteigen. Du bist weg und du wirst ersetzt. Okay. Hat jetzt nicht ganz so viel gekostet. Das heißt, der Zug war noch einiges wert. Der hier. Na gut, der ist ja auch nicht so alt gewesen. Ja, sehr schön. Jetzt gucken wir nochmal das hier alles an. Okay, das war schon die jüngste Linie. Das hier wollten wir eh noch nicht machen. Aber du, genau. Hab schon wieder vergessen, welche Linie das war. Ah, es sind ja trotzdem die Finanzen noch von dem Alten. Okay. Ah, das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, das jetzt so zu beobachten. Wir müssten jetzt uns eigentlich merken, okay, wir haben jetzt im Jahre 2004 hier die beiden ersetzt. Und jetzt müssten wir von hier aus angucken, wie sich das weiterentwickelt. Ja. Genauso bei Linie 8. Die Finanzen werden jetzt erstmal noch nicht so gut aussehen, aber ich kann ja mal gucken. Ja, der ist immer noch nicht voll. Kann auch sein, dass die Attraktivität der Linie auch sofort gesunken ist, weil die jetzt sagen, okay, jetzt müssen wir doppelt so lange warten, bis ein neuer Zug kommt. So lange warten wir halt nicht. Ich hoffe, dass diejenigen, die dann trotzdem warten, genügend sind, um den Zug wenigstens voll zu machen. Aber ob das so funktioniert? Ich weiß es leider nicht. So, du musst noch überhaupt ersetzt werden. Aber bei dir können wir schon mal gucken. Ja, nehmen wir dich mal da hoch. Ach so, man hätte jetzt noch vergleichen können, wie das mit der Rate aussieht. Beziehungsweise bei der anderen kommen wir ja schon. 8 Minuten. Wow. Und die Rate, die ist ja furchtbar. Oh Gott. Ich habe das Bedürfnis, hier auf jeden Fall noch einen zweiten einzusetzen. Ja. So, wie lange dauert es noch bis du? Okay, du wirst gleich ersetzt. Da gucken wir mal, wie viele da rein wollen. Oh, was ich gerade sehe. Von der Kapazität her sind die genau gleich. Aber der fährt. Fährst du doppelt so schnell? Na, nicht wirklich. Du fährst nur ein bisschen schneller. Und bist aber. Du bist fast doppelt so teuer wie der.
Ja, das ist auch was. Nichts Gutes eigentlich, aber es ist das. Okay, ja, jetzt bist du auch ersetzt worden und wir haben hier sehr interessanten Grafikfehler. Was soll das überhaupt sein? Ach, ein Haus ist das. Okay, aber hier wird wenigstens mal ordentlich gebaut. So, jetzt wollte ich eigentlich noch gucken. Ja, was nimmst du ein? Nur doch schon ordentlich. Und Linie 9, ja, da sind nicht wirklich viele Leute. Okay. Ja, das muss ich alles noch erst entwickeln. Aber einfach zu ersetzen, das ist jetzt auch nicht die Lösung. Mal sehen. Die nächsten. Das sieht ja jetzt eigentlich alles ziemlich grün aus. Okay, der nächste Patient ist das hier. Bevor ich mir das aber anschaue, gucke ich mal, dass ich hier ganz kurz vor Jahresende nochmal hier die Pause mache. Und ein bisschen Kreditzinsen übers Jahr spare. Na komm. Einmal noch, zweimal noch. Gleiches Silvester, dann machen wir Pause. So. Oh, wir könnten uns fast einen neuen Zug leisten wieder. So, aber wir können uns auch leisten, dass wir ein bisschen weniger Kredit ins nächste Jahr übernehmen. Und wir klicken, klicken, klicken. Und ich habe immer noch keine schnellere Methode gefunden, das hier zu machen. Ich meine, wir könnten einfach auch so ein Jahr sein lassen. Und was habe ich da gerade freigeschaltet? Oder was hat sich da gerade? Das habe ich ja nicht gemacht, sondern das ist automatisch passiert. Du kommst mir neu vor. 160. Okay. Im Prinzip ist das eine bessere Güterlok. Die ist wesentlich günstiger. Von der Leistung her ist das relativ egal, weil die trägt eh alles weg, was für uns relevant ist. Das hier könnte mehr wegtragen, aber so viel braucht man gar nicht. Von daher ist die deutlich interessanter, die hat eine höhere Lebensdauer. Ja. Ja, also wirklich. Und da die. Also, das ist jetzt spontan sehr interessant, okay. Und bevor ich mich damit befasse, wollte ich jetzt erstmal hier noch reingucken. Okay. Eigentlich muss sofort ein Zug weg. Das lohnt sich überhaupt nicht, euch. Ein Zug weg und die anderen beiden ersetzen, das wäre jetzt eigentlich der Plan für euch schlechthin. Man könnte noch überlegen, ob man die anderen beiden ein bisschen größer macht, damit die Kapazität wieder stimmt. Denn das ist ja das eigentlich Wichtige. Aber ihr werdet ja so oder so nicht voll, von daher, ne. Ja, okay, wir schmeißen einfach einen Zug weg und hoffen einfach mal das Beste. So, du bist es jetzt leider geworden, weil ich kann dich von hier aus verkaufen. Ich hoffe, die Optimierung bringt auch wirklich was, aber ja. Also man müsste eigentlich wirklich für jeden einzelnen Fall das sich genau anschauen. Aber die Firma ist einfach zu groß geworden. Und ich müsste die Folge jetzt beenden, denn es hat gerade geklingelt. Ich werde den Besuch noch einen ganz kurzen Moment warten lassen, bis ich das hier gemacht habe. Und dann ist die Folge definitiv beendet. So, alles hier verkaufen. Pause. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ich habe keine Ahnung, wann ich die aufnehmen werde. Aber jetzt muss ich Schluss machen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.